Die Selbstdarstellungen sind eine Erfindung von Otto. Da sollen besonders die in die Mitte, die was falsch gemacht haben und was vormachen und so den inneren Panzer loswerden. Indem das Problem vorgespielt wird, möglichst übertrieben. Oft hilft Otto dabei. Er sagt einem dann, was man fühlt und von was man träumt und was man sich wünscht. Wir Kinder haben Angst vor den SDs, weil die anderen einen oft auslachen. Wir schreiben das Jahr 700. 700 vor Christus. Schnucki Wandu, die Lieblingskatze des Kaisers, ist gestohlen worden. Darüber ist der Kaiser traurig. Kann man sich ja vorstellen. Oder man erzählt eine Geschichte wie Sophie. Mit Katzen und Kaisern und vielen Symbolen.